Guten Tag und herzlich willkommen zu Part 3 von Super Mario Maker 2. Ja, eigentlich wäre jetzt so eine Folge Story angesagt, aber na, ich habe eher Bock auf Online. Also let's go. Auto Switch Castle wollte ich mir noch vornehmen. Das ist jetzt auf Platz 1. Ich meine, im letzten Part war es noch auf Platz 5 oder 6. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Einfach zocken und dann sehen wir schon. Also, ich denke, das wird eher was mit den Schaltern zu tun haben. Also im letzten Part dachte ich ja, es wäre ein Automatik-Level. Aber actually... Ah, okay, es ist so ein Halbautomatik-Level. Ich sehe. Oh mein Gott, das ist cool. Das ist mega cool. Weil eigentlich denkt man so, okay, da ist kein... Ne? Da ist kein Boden. Und man denkt dann, okay, ich fall da runter. Aber man muss dem Game einfach nur vertrauen. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Oder? Nee. Doch nicht. Okay. Ich dachte, ich hätte es kaputt gemacht. Aber nein. Alter! Nein! Okay, das ist nice. Actually habe ich länger durchgehalten, als ich gedacht habe, aber es... hat mich gerade verunsichert, dass es hier nicht weiterging. Also, let's go. Probieren wir es einfach nochmal. Ja, Mann. Vor allem, ich habe so kurz vorm Ziel gefailt, ne? Das... ich finde keine Worte dafür. Oh, mein Gott. Also, es war geil. Verdient auf dem ersten Platz. Nur dieses, Zittern des Bildschirms hat mich halt auch ein bisschen irritiert. Aber dadurch ist es schwerer, also braucht man sich eigentlich nicht beschweren. Und was zur Hölle ist das hier eigentlich jetzt schon wieder? Oh! Ach cool. Ja gut. Es ist ganz cool, aber zweiter Platz würdig, weiß ich jetzt nicht. Oh mein Gott. Okay, ich sehe es. Alter, was? Ja, es ist jetzt halt eher sowas zum Anschauen und nicht wirklich zum Zocken. Thank you. For playing? Ja, Mann. Nice. Ich meine, ja, es ist cool, aber es fehlt halt komplett die Schwierigkeit. Was man auch direkt an dem, an der Abschlussrate gesehen hat. Ich like's jetzt aber trotzdem mal. Weil ich finde das Konzept ganz nice. Aber wenn ich nochmal sowas sehe, dann werde ich es entweder gar nicht bewerten oder halt einen Dislike geben. Weil öfter braucht man sowas jetzt auch nicht. Und außerdem möchte ich ja auch verhindern, dass Kopien irgendwie gut geratet werden. Soll ja nicht sein. So, die beiden haben wir schon gemacht. Das heißt, wir machen jetzt Blaster Bustle. Was auch immer das bedeuten soll. Vielleicht müssen wir von... Ach so, Blaster sind die Dinger. Ah, sinken in die Lava dann, oder? Wie hab ich mir das vorzustellen?
Nein. Ach, cool. Was? Wie wird das denn jetzt schon wieder gemacht? Ich bin so blöd. Also jetzt... Sorry, aber... Ich meine, das hätte man eigentlich sehen müssen. Oh mein Gott. Okay. Das Scrolling ist tatsächlich ein bisschen langsam. Also ich fände es nicer, wenn es schneller wäre. Weil dann wäre auch die Schwierigkeit da. Und es wäre vielleicht auch sinnvoll, wenn die Kanonen was anderes schießen würden. Als jetzt unbedingt Coins. Ist das? Ach cool. Ah, okay. Es wird automatisch gemacht. Das ist halt auch wieder nice. Okay. Sowas vielleicht einen Run daraus zu machen. Das wäre auch gut. Kommt vielleicht jetzt sogar. Oh mein Gott. Okay, die Musik hört auf. Ist jetzt spannend. Ja, okay. Oh, was? Die Pfeile zeigen zurück. Muss ich gleich... Ich bin jetzt nicht... Nein, was soll das? Es hat mich erst hochgradig verwirrt, dass ich... Ernsthaft? Ja, okay. Dass ich nicht hoch genug gesprungen bin. Und dann war es halt auch noch sehr komisch, dass... Nein, oh, ich trottel. Da oben gibt's nochmal einen Tanuki. Egal. Jetzt habe ich meine Schwierigkeit. Passt also. Wie gesagt, es hat mich erst hochgradig verwirrt, dass ich nicht hoch genug gesprungen bin. Und dann habe ich die Dinger auch noch nicht erwischt. Und was? Sorry, aber diese scheiß Kanonen haben irgendwie so eine Lücke gebildet. Ach, die... Da ist die ganze Zeit eine Lücke. Ja, okay, dann kann man das ignorieren. Gut zu wissen. So, jetzt aber. Oh mein Gott. Ist halt eigentlich komplett easy. Jetzt wird's aber, ne? Da muss man aber schon sehr präzise sein. Und hier wird man wieder fürs Warten belohnt. Finde ich nice. Okay. Boah, es wäre gemein gewesen, wenn man da zerquetscht wird. Na gut. Nicer Level. Finde ich krass. Aber wie gesagt, ich fände es auch nice, wenn so ein, wenn so eine Art Run daraus gemacht werden würde. Heißt, dass man quasi, von Kanone zu Kanone springen muss, die sich dann immer so auf und ab senken. Ja, wie dem auch sei, ich denke, es ist rübergekommen, was ich meine. Mal schauen, was es noch so für nice Level gibt. Was genau war das gerade? Ich habe auf dem Zweitbildschirm... Oh mein Gott. Ich habe auf dem Zweitbildschirm gesehen, dass der Screen auf einmal grün wurde. Ich hoffe, das sieht man nicht in der Aufnahme. Und wenn doch, ich habe auch keine Ahnung, was das war. Also scheint wohl irgendein Fehler mit der Capture Card gewesen zu sein. Aber egal. Who cares? Journey Below. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Da habe ich gesagt, es ist interessant, aber ich habe jetzt keinen Bock drauf. Aber jetzt habe ich Bock drauf. Also, let's go. Na, aber immer das SM3, SMB3-Stil. Das SMB3-Stil ist mein Ernst.
der SMB3-Stil. Hallo? Eiszapfen? Hä? So fällt er nicht runter. Stimmt, ich glaube, es gibt die tropfenden und die nicht tropfenden Eiszapfen. Okay. der Grund, weswegen ich zurückgegangen bin, ist folgender. Ah. Ah ja, wie... Okay. Ich wollte gerade sagen, ah ja, wie praktisch, wenn man nicht an das scheiß One-Up-Dingen drankommt. Aber nein. Irgendwie ist es dann doch möglich. Kann man die Dinger zerstören? Ah, nice. Okay. Was? Warum? Einfach nur warum? Okay, nice Feature. Ach cool. Ach, das ist aber auch nice. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Ja, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Das ist das Main-Element von diesem Level und ich habe einfach mal den Knochen trocken durch diesen Panzer besiegt. Ja, gut. Oh, okay. Kommt jetzt ein Run, der allerdings kein Problem ist für uns. Nice. Kommt man da auch irgendwie durch? Ich meine, man würde da durchkommen, wenn man irgendwie schneller gewesen wäre oder so. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Rücksetzpunkt. Kann auch sein. Oh mein Gott. Okay. Auf jeden Fall... Okay, weirder Effekt. Aber auf jeden Fall sehr nice Level. Also krasse Ideen. Gefällt mir gut. Ja, war gut. Vielen Dank für diesen Level, Sven. Oder E-Sven. Keine Ahnung. So. Oh ne, King Bowser Spaceship Armada, habe ich da Bock drauf? Da habe ich Bock drauf. Machen wir das doch erst. Und dann vielleicht im Anschluss Bowser Spaceship Armada. Aber ich habe nicht wirklich Bock auf dieses, Nacht-Moon-Jumping-Theme. Also ich gehe mal davon aus, dass man da diesen Moonjump hat, weil Space ist schon naheliegend. Was genau ist das jetzt? Okay. Ich meine, ja, coole Idee, aber... Ist mir noch nicht genug. Tatsächlich. Ja. Aber diese Musik ist jetzt nice. Die feiere ich. Was zur Hölle?
Habe ich da gerade irgendwas geskippt? Ach, vielleicht kommt's noch. Das war jetzt aber cool. Das war nice. Also ja, ganz okay. Ich meine, das Main-Element von diesem Level war jetzt halt das Leiden. Die Idee am Ende war ganz cool, aber ich finde, man hätte halt einen vernünftigen Level noch draus machen sollen, anstatt einfach nur irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwelche Gegner umzusliden. Also, ja, war mir jetzt, um ehrlich zu sein, nicht genug für ein Like. Aber das sieht vom Design ganz nice aus hier. Ja. Ach was. Ah ja, okay. Oh mein Gott, wie cool. Aber tatsächlich habe ich schon auf sowas gewartet. Wo man den, wie heißt er? Rotten Mushroom, glaube ich, quasi als Hilfe benutzen muss, damit man weiterkommt. Ah, okay. Ich dachte, es gäbe jetzt hier die Möglichkeit, dass der hier runterfällt. Dass man quasi verkackt hat, aber nein. Jetzt muss man auch irgendwie ein Trampolin bekommen. Ja, so ist es auch, okay. Nice. Okay, krass. Dann mach mal offen hier. Ach so. Ja, okay. So einfach kann es sein. Oh Mensch, ey. Das ist aber auch hart. Weil da halt die ganze Zeit am Springen ist. Jetzt mach! Dankeschön. Ach so. Ja, okay. Ich habe mich schon gefragt, wofür die andere Wippe ist. Ich glaube, der muss erst hier lang. Ja, und so ist es auch. Ja, gut. So. Cooler Level. Zieht sich allerdings jetzt ein bisschen. Also, jetzt könnte eigentlich Schluss sein. Immer noch nicht. Okay. Also mir hätte das jetzt hier an diesem Punkt gereicht, um ehrlich zu sein. Wobei ich es cool finde, dass man erstmal überlegen muss. Ah, okay. Wie es weitergehen könnte. Vielleicht wäre noch sowas ganz geil, dass man quasi, die richtigen Reihenfolgen machen muss, dass man einen Rücksetzpunkt hat. Das wäre halt auch noch nice, weil das ist jetzt eigentlich eher so, du läufst durch den Level und dann ist eigentlich direkt ersichtlich, was du machen musst. Aber es gibt sonst auch noch sehr viele kreative Köpfe, die
wahrscheinlich noch was mega cooles daraus machen werden. Also ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ach, jetzt geht's für mich oben weiter. Auch eine Idee. Ach, wie nice. Das ist aber auch cool. Hä? Okay, ja. Mhm. Oh mein Gott! Die Superballblume! Die ist so cool. Oh mein Gott. Ich liebe Mario Land. Das ist, glaube ich, der zweite Mario-Titel, den ich gezockt habe. Bin mir jetzt nicht sicher, aber müsste der zweite gewesen sein. Erst habe ich Super Mario 64 für den DS gespielt. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Ich meine, ja, es muss den Powerblock treffen, aber ich schmeiß doch so, hallo. Hä? Ernsthaft? Ach so. Ach so, ja, okay. So einfach kann's sein. Schieß. Dankeschön. Habe ich das jetzt schon mit den Mario Games zu Ende gelabert? Ach, den Rotten Mushroom hätte man jetzt umbringen können, oder was? Ah ja, das ist cool, dass man ihn noch retten kann. Nice. Ja, nicer Level auf jeden Fall. Oh mein Gott. Und der alte Mario Land Sound. Cool. Nicer Level. Good job. E.M. Julian. Wie auch immer. Oh, ich sehe gerade, wir sind schon wieder über der Zeit. Ich denke, eins können wir noch machen. Ein kurzes. Hier, dann können wir eigentlich mal die Detailsuche verwenden. Oder? Hä? Nein, hier, Quatsch. Die Suchfunktion, die neue. Spielthema, Super Mario 3D World. Da habe ich auch mal Bock drauf. Umgebung ist egal. Machen wir ein leichtes. Und Schlagwort, kurz und knackig. So. Let's go. Mr. Thwomps Taxi Service. Okay. Och Mann, ey. Ich weiß schon ganz genau, auf was das hinausläuft. Oh Mann, ey. Es war so klar. Ach, wie cool. Aber ein kleiner Rätselaspekt ist auch dabei, ne? Find ich nice. Thank you.
Haha. Also es ist tatsächlich nicht einfach nur auf den Trump stellen und der... Ja... trägt einen dann halt zum Ziel. Sondern der Rätselaspekt ist echt krass. Also das hat mich jetzt wirklich überrascht. Weil ich da an... Ah, okay. Weil ich da halt eher an sowas... Ja, sehr einfaches gedacht habe, wie jetzt quasi, was? Der wird direkt kaputt gemacht? Der Miauser? Okay. Wie gesagt, ich dachte halt, man wird einfach nur zum Ziel getragen und das war's dann. Aber die Idee ist echt krass. Nice. Ja, ich denke, damit kann ich mich dann heute mal zufriedenstellen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Seid beim nächsten Mal wieder dabei und bis dann.